So, und ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich mich hier jetzt hier total aus dem. Oh. Die ersten Helden sind unterwegs. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. So, dann mache ich doch den mal so. Ja, vielleicht ist es nicht so intelligent. So, macht euch mal daran, die Wände zu verstärken, Jungs. Einfach weil ich symmetrische Räume mag, aber das geht einem dann manchmal ganz schön, So, probieren wir das mal aus. So, ihr kleinen Zappelflippe. Zappelflippe. So, dann könnt ihr hier mal weitermachen. Okay, das hier unten, das sieht auch sehr verdächtig aus. Sehr verdächtig. Da werde ich mich dann hingraben, sobald ich so halbwegs irgendwo bin. So. Da ist jetzt natürlich die Frage, ob ich mich damit jetzt in ein neues Gebiet grabe. Ich hoffe es einfach mal nicht. Werde es allerdings natürlich auch feststellen demnächst. So, ich lasse das hier jetzt erstmal. Und grabe mich lieber hier rein. So. So, ihr verstärkt auch schön die Wände, das ist gut. Und der versucht hier oben lang zu kommen. Das ist dann natürlich nicht so gut. Aber ich bin ja hier auf dieser Goldader. Wobei, warte mal. Das Sinnvollste wäre es doch dann eigentlich quasi, sich da durchzugraben. Weil dann kann ich nämlich später das Gold hier auch abarbeiten. Was heißt später? Naja, egal. Okay. Kriegen wir hin irgendwie. Wo ist er? Naja, da. Okay. Ja, jetzt verstärkt mal hier unten. Kasper. Da will ich. Ja, ich gehe mal auf Kreaturen. Ja, mach mal hinne, mach mal hinne. Okay, der kann auf alle Fälle auch weg. Und der auch. So, neue Kreatur Fliege. Der geht hier nicht weiter. Das ist wahrscheinlich Wasser oder sowas, ne? Der geht da unten lang. Naja, sind wir mal mutig. Später ist es eh zu spät. Gut, dann machen wir das so. Den können wir dann hier auf jeden Fall auch machen. Oh.
So, und dann müsst ihr hier die Wände verstärken. Schön die Wände verstärken, Jungs. Tja, ja. So, dann bin ich hier jetzt auf jeden Fall mal sicher. Oder sicherer. Und jetzt kickt's mich. Jetzt kickt's mich echt. Jetzt möchte ich wissen, was da unten ist. So, wo war's? Da war's. Da brauche ich nicht graben, weil da ist ja. Aber das geht direkt zu meinem Herz. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Wie viel ist es? 1900. Geht direkt zu meinem Herzen. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht direkt zu meinem Herzen. Okay. Das heißt, hier komme ich auf jeden Fall nicht mehr schadlos raus. So, dann mache ich doch. Das geht auch direkt zu meinem Herz. Das möchte ich auch nicht. Wo muss er komplett rum? Hier muss er komplett rum. Hier. Genau. Hier, das wäre die beste Situation hier quasi. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Ich will, dass du da unten lang gehst. Na gut. Ach, da war gar nichts. Da habe ich gepennt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Euer Gegner ist durch eure Wände gekommen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Untergebenen tragen den Sieg davon. So. Eure Kreaturen werden angegriffen. Wo? Stimmt doch gar nicht. Ja, doch, stimmt schon. Da oben. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Oh, die erste Sekunde, ich will erst das Gold abwerfen. So, die erste Angriffswelle liegt in Tropfen auf dem Boden eures Reiches und sorgt für ein richtig frisches Gefühl. Aber es wird mit Sicherheit nicht lange dauern, bis die Sippe einen weiteren Versuch starten wird. Davon gehe ich auch aus. Deswegen grabe ich mich jetzt erstmal hier rein, um zu gucken, was da hinten ist. Um zu schauen, um zu sehen, um zu. Genau. So. So. Ui. Ui. So. Warte mal. Das ist eigentlich dämlich. Ich sag jetzt hier einfach Schatzkammer. Zack, 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 zack. Und sehr schön. Dann kann ich hier doch auch Schatzkammer sagen.
Perfekt. Und hier. Und da. Achtung! Der Ritter kommt. Lasst uns unser Leben in Frieden leben. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf die Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt dieses Königreich erobert. Und wieder ein Trefferkeeper. All diese Teile werden den Boden eurer Hühnerfarm gut düngen. Davon abgesehen sind sie natürlich eine gute Abschreckung für andere schwachköpfige Abenteurer. Gewonnen! Dieses Land ist eures! Drückt die Leertaste, um zum nächsten Königreich zu kommen. So, ich will jetzt natürlich hier aber mir ansehen, was es hier noch gibt. Einfach weil ich aufgrund der Art und Struktur, wie diese Karten ausgerichtet sind, einfach die Vermutung habe, dass es hier noch irgendwas zu finden geben wird. Und hier oben natürlich auch. So, genau. So sieht das doch aus. Da gibt's wahrscheinlich einen Haufen von... Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Ein Haufen Zauberer. Okay, hier ist nur Wasser. Da oben gibt's aber nicht nur Wasser. Da oben höre ich trippelnde Schritte. Ja, das dauert mir jetzt zu lang. Komm her. Oh, ich habe einen Impf verloren. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. So, ich habe Skelette gefunden. Die hätten mir natürlich beim Kämpfen helfen können und hätten auch gut geholfen. Allerdings halb so wild. Ich schaue mir die Karte... Ihr habt die Kontrolle über einen neuen Raum. Ich schaue mir die Karte hier nochmal schnell an. Ob ich hier noch irgendwas finde, was mir verdächtig aussieht. Aber die sieht erstmal alles gut aus. Das ist um den Eingang rum. Das ist hier oben noch unerforschtes Gebiet. Das sind hier meine Zauberer. Die Ecke würde ich gerne noch mal kurz angucken. Da grabe ich mich hier quasi einfach runter. Das heißt, ich mache hier einfach einen Gang und hier einfach einen Gang und dann... Sekunde, da. Genau. Quasi hier einfach runter. Zack. Und... Dann war der andere quasi da. Und dann grabe ich mich da doch einfach hoch. So. 1, 2, 3. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ausgezeichnet. So, die Skelette haben mir jetzt natürlich für diese Karte nichts gebracht. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Und die nächste auch nicht. Allerdings gibt es manchmal eben Sachen, die einem für die nächste Karte etwas bringen. Und deswegen sucht man dann auch nach Gewinnen noch die Karte ab. So. Zack. Oh, nee. Bevor er das ganze Geld kriegt, hau ich lieber ab. Ich. Tschüss. So. Ich find's echt schade, dass die Abschlussbesprechung nicht kommt, weil die ist fast witzig.